Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, normalerweise ist die Teilnahme beim RTL Dschungelcamp das sichere Karrieregrab. Bei ihr war es genau umgekehrt. Sie hat da teilgenommen und seitdem ist ihr Weg unaufhaltsam. Ich weiß immer noch nicht genau, was ihr Beruf ist, aber ich schaue ihr bei der Ausübung wahnsinnig gerne zu. Hier ist TV-Queen Larissa Marold. Hey. Larissa! Hallo! Bitte, bitte den Platz. Liebe Larissa, ja, Knarre bleibt hier, darf ich dir was zu trinken anbieten? Ist sie geladen? Nein, sie ist nicht geladen. Ich glaube, sie ist nicht geladen. Ich kann es mal... Nie auf andere ich habe nicht auf dich. Wenn auf mich, lieber auf mich. Deutsche, das sieht man gern. Liebe Larissa, magst du ein Gläschen Wein oder Wasser? Gerne. Na, auf die Frage Wein oder Wasser kannst du nicht Wasser. Ja sagen. Wasser, ja. Da musst du, genau. Larissa, die Frage ist ja wirklich gar nicht so blöd. Wenn du jetzt an einem Hotel absteigst, was gibst du als Beruf an? Künstlerin, Schauspielerin. Ja. Comedian eigentlich, finde ich. Ja. Doch. Oder ich meine, ich habe dich ja wirklich genau beobachtet, auch im Dschungelcamp schon. Diese Art zu fallen, dieses Tollpatschige, das ist doch gespielt. Wer sagt es? Ich. Wir sagen es. Ja, aber es ist ja gut, es hat was von Stan und Olli auch teilweise. Das Interessante am Fernsehen ist ja, man weiß ja nie, was echt ist und was nicht echt ist. Es ist gleich wie ein Film eigentlich. Aber ich überlasse es immer dem Publikum. Und das ist auch das Schöne am Fernsehen. Ich überlasse dem Publikum deren Empfindung. Ob das jetzt echt ist oder nicht echt ist. Oder ich meine, ich bin generell so, wie ich bin. Ich bin ein authentischer Mensch. Ja, dann ist es aber echt. Aber was ist denn heutzutage, kann man wirklich sagen, ich meine, Fernsehen ist eine komplexe Sache. Aber hast du dir das zum Beispiel jetzt beim Dschungelcamp, wo man das ja so lange verfolgen konnte, hast du dir vorher so einen Masterplan gemacht damals? Hast du dir überlegt, das könnte eine geile Rolle sein? Also im Masterplan bin ich ja so der spontane Typ. Ja. Und es klappt dann auch ganz gut. War eine sehr, sehr, sehr amüsante, ich bin ja wirklich dran geblieben die zwei Wochen, sehr amüsante Demonstration von dir. Und man muss ja wirklich sagen, das, was ich vorher gesagt habe, stimmt ja auch. Du bist die Einzige, die sozusagen dieses Sprungbrett genutzt hat. Die anderen sind jetzt in der Hobbyprostitution oder vielleicht sogar schon tot, weiß ich nicht. Du bist die Einzige, die wirklich eine Karriere gemacht hat aus der Runde. Das kann man so wahrscheinlich auch nicht sagen. Ich meine, Melanie Müller, die arbeitet auch sehr gut, verdient auch ihr gutes Geld. Die geht halt in eine ganz andere Richtung als ich. Und ich. Ja, die verlangt bis zu 3.000 Euro pro Nacht, habe ich gelesen. Nein, 1.500. 1.500, ja, ja. Das ist eben. Geschichte. Und das darf man auch nicht verurteilen. Jeder hat seine Geschichte. Ja. Obwohl, ich habe auf YouPorn mir ihren Porno angeschaut, der war nicht sehr gut. Echt? Ja. Ich habe den auf YouPorn nicht gefunden. Echt nicht? Nee. Ich habe es ganz normal unter Melanie Müller gefunden. Wirklich? Wirklich, ja. Welche Kategorie? Deutscher Porno, glaube ich. Im Ernst jetzt? Oder ja, unter Melanie Müller. Und du hast im Ernst auch bei YouPorn Melanie Müller eingegeben? Und nicht gefunden? Nein, ich habe nicht Melanie Müller eingegeben, ich habe einfach nur YouPorn eingegeben. Du hast bei YouPorn eingegeben? Ach, und du hast gedacht, dass nur Melanie Müller auf YouPorn ist. Ich könnte irgendwie das Thema wechseln. Aber wie das gesagt, geil. Jeder macht halt seine eigene Karriere. Und Karriere ist ja, variiert ja von Person zu Person. Ich gehe halt in eine andere Richtung. Darf ich kurz sagen, was du dieses Jahr alles gemacht hast? 2014 lese ich ihn gerade nur. Das perfekte Promi-Dinner. Ich bin ein Star, 5 gegen Jauch, also als Quizkandidatin warst du da. Dann Let's Dance als Tanzkandidatin, das Sommerfest am See, was immer das sein soll. Formel 1, großer Preis von Österreich, da warst du als Reporterin. Schlag den Star als Kandidatin, die große Grillshow. Dafür wollten sie mich auch haben, für die große Grillshow. Aber ich mache nicht jeden Scheiß mit. Austria's Next Topmodel, Boys and Girls als Mentorin, was immer das sein soll. Naja, das ist ja wohl verständlich. Und jetzt als Jurorin. Als Gewinnerin von Austria's Next Topmodel kann natürlich den jüngeren, aufstrebenden Models zur Seite stehen. Ist als Mentorin. Als Mentorin, was sagst du dann? Schaut zwar nicht so aus, aber ich kann es relativ gut, glaube ich. Was rätst du dann, wenn ich hier zum Beispiel einsteigen möchte? Du als Was willst du mir neben abnehmen und jünger werden? Was würdest du mir noch raten als Mentorin? Bei dir passt eh alles. Dich. Was würdest du sagen? Gib ihn mal bei YouPorn ein. Dirk Stermann heißt er. Na, bei Deutsch. The Senior and the Beauty. Wir können jetzt von dieser Porno-Sache weggehen. Ja, wir kommen weg von der Porno-Sache. Weil, das wollte ich ja gerade sagen, du bist ja komplett weg von sozusagen diesem Unterschichtenfernsehen. Und hast eher, ja, das muss ich wirklich sagen, du erledigst deine TV-Auftritte mit großer Würde. Und da denkt man sich,
Jetzt muss aber bald, so gut du es machst, bald der Sprung ins ernste Schauspielfach kommen. Hast du Angebote für Kinofilme? Es ist halt so. Fangt jetzt schon einmal gut an. Ihr denkt jetzt sicher, nee, hat sie nicht. Aber stimmt gar nicht. Ich habe jetzt einen Krimi gedreht für den ZDF, ja. Wo ich eine kleine Rolle gespielt habe und habe auch schon wieder ein neues Angebot für einen Film. Und ich habe auch zwei Filme abgedreht im letzten Jahr. Also ich arbeite eigentlich schon erstaunlicherweise, also es kommt immer mehr rein, worüber ich auch sehr froh bin. Aber ist das die Idee von dir, dass du sowas machst mehr oder möchtest du beim Fernsehen eher bleiben? Mein Ziel ist, ich mag Fernseharbeit und alles, was ich bis jetzt gemacht habe, habe ich mit Würde und Stolz gemacht, selbst wenn es ein sogenanntes Trash-Format ist. Aber so sind wir mal ehrlich, Fernsehen heutzutage, wie viele... Wir machen auch nichts anderes. Ja eben, ihr versteht mich ja. Ich verstehe dich komplett. Ich wünschte, ich würde es mit Würde machen können. Ich bin würdelos, du machst bist das würdelos gealtert. Ja. Aber ich schaue auch gerne die große Chance, eigentlich nicht so sehr wegen dem Beitrag, sondern wegen der Jury, die wirklich hervorragend besetzt ist. Muss man wirklich sagen, der alte Rapp, die junge Marold, der durchgeknallte Pocher und die vierte, die ich bis heute nicht genau weiß, wer es ist. Wer ist das denn? Eine Volksmusikantin. Die Petra. Die Petra, genau. Sie sagen, heißt die Petra. Einer der letzten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Einer der letzten? Also ich sag mal, sie ist jemand, mit der ich eigentlich sofort so eine Vertrauensbasis gehabt habe, was ja auch bei Frauen untereinander oft, das braucht halt Zeit. Ja. Eben. Ja. Und mit dem Rapp, wie geht's mit dem Rapp? Auch sehr gut. Wusstest von du, mir haben sie Respekt. Ja. Wusstest du vorher, dass er noch lebt? Ja. Ich finde, dass du einen tollen Job dort machst. Sehen wir mal Höhepunkte aus deiner Jurorentätigkeit. Immer wieder bei dir. Das beobachte ich wirklich, dieses Fallen, dieses, sozusagen, so wie jemand auf der Bananenschale ausrutscht, man kann sich sicher sein, Larissa, irgendwann wird sie hinfallen, egal ob sie Eislaufschuhe anhat oder nicht, irgendwann kommt dieser Fall. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, schau mal, ich werde das so oft gefragt, spielst du das, bist du das echt, I mean, who cares, wen interessiert es denn wirklich? Mich, deswegen frage ich ja. Na, aber wenn es gespielt ist, ist es perfekt gespielt. Weil es ist wirklich so, Larissa kommt raus und hallo, herzlich, und schon wieder. Und sie liegt schon wieder am Boden. Und damit hast du natürlich das Publikum, weil einerseits Mitleid und auf der anderen Seite denkt man sich, wow, wie toll die das gespielt hat, oder? Und wie ist es am Laufstuhl als Model? Mach nochmal. Ja, als Model, schau, als Model. Noch mit hohen Schuhen. Du, Fallen muss gelernt sein, ja. Mach mal. Mailand. Ja, und schon wieder. Ja, aber ich meine, das ist ja wirklich positiv. Das muss man können. Man muss fallen können, ohne sich zu verletzen. Und dass man trotzdem noch sozusagen ernst genommen wird. Aber ganz ehrlich, mit fast 60 schaut's arm aus. Ja, das ist wichtig. Na, großer bei Respekt. Ihr, der Unterschied ist bei ihr. Bei ihr schaut es irgendwie süß aus. Weil bei ihr schaut besser süß aus, bei uns ich. Schaut es so aus, als wären wir schon zu alt zum Leben. Als Mann sieht es wirklich gut aus. Danke dir, liebe Larissa. Absolut. Du schaust fantastisch. Das wollte ich auch fragen. Was eigentlich mit der Model? Du könntest ja auch sofort eine internationale Karriere als Model machen. Ist das abgehakt? Gehst du eher in TV- und Filmrichtung? Ich hake generell, also sag mal, ich mache alles solange ich es kann. Und ich war jetzt in New York und hatte ein tolles Shooting. Aber zurzeit habe ich genug zu tun. In Deutschland, Österreich ist auch ein schöner Markt und ich bin sehr dankbar, dass ich in Deutschland arbeiten kann, weil wie viele Österreicher werden wirklich viel in Deutschland gebucht. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Und ich meine, ich bin schon... Bist du nicht auch schon zu alt langsam? Weil ich habe fürs Model. Ich habe mit einer 22-jährigen Model neulich gesprochen. Die hat gesagt, sie ist in Mailand. Gesprochen, Gott sei Dank, ich dachte schon. Sie hat gesagt, sie ist in der Model-WG in Mailand immer die Oma. Das stimmt. Ja. Die Models werden immer jünger. Ja. Aber also ich würde mir generell nie aufs Modeln als ich sag mal, ich bin jetzt nicht nur Model, ich bin generell eine TV-Person, ich bin Schauspielerin, ich bin Künstlerin und ich mache alles, was ich kann. Du kannst viel. Ab jetzt können wir sehen, wie das ist, wenn das Ganze live funktioniert. Ich glaube, ab Freitag gibt es nur noch Live-Sendungen. Freust du dich darauf? Ja, ich bin sehr nervös. Bist du sehr nervös? Wer ist denn eigentlich der? Wirst du umfallen? Ich war sogar heute nervös. Nein. Bevor ich reinkommen bin. Aber du warst ja schon mal bei uns, als du 16 warst. Jetzt geht's durch den Wein, aber... Kannst du dich noch erinnern, dass du mit 16 schon mal hier warst? Ja. Ups. Wein kommt hier. Es war bis jetzt Wasser. Das ist halt diese Einbildung, die man hat, gell? Man glaubt halt, man trinkt Alkohol, aber es ist Wasser. Kannst du dich noch erinnern, dass du hier warst vor 6 Jahren ungefähr, als du Austrias Next Topmodel warst? Ich kann mich erinnern, bin ich hier gesessen. Ja, da warst du 16, glaube ich, extrem professionell, oder für eine 16-Jährige. Wir waren nervös, du... War frühreif. Du warst frühreif und neben dir saß Herbert Feuerstein, der 70 war damals. Jetzt bist du altklug. Ja.
Ja, du hast auch viel erlebt seit damals. Haben wir noch was zu erwarten von dir in der nächsten Zeit? Gibt es was, was du uns schon jetzt verraten kannst? Ja, die große Chance steht jetzt. Am kommenden Freitag fangen die Live-Shows an. Das ist auch für mich eine sehr große Herausforderung, muss ich sagen. Und bin schon etwas nervös. Gibt es einen Hund diesmal wieder oder nicht? Ja. Also ich hoffe eigentlich, also wir würden wünschen, dass diesmal ein Mensch. Diesmal ein Mensch. Diesmal soll ein Mensch gewinnen. Das ist ein schönes Schlusswort von Larissa. Wir hoffen, dass diesmal ein Mensch gewinnt bei der großen Chance. Das wäre schön. Warst du bei der Eröffnung des Hauptbahnhofs? Bei welchem? In Wien. Hauptbahnhof Wien. In Wien. Wir haben einen neuen Hauptbahnhof in Wien. Da fahren die Züge auch nach Kärnten. Man muss nicht alles wissen. Man muss echt das Unnötige muss man nicht wissen. Aber am Samstag war Eröffnung. Ja, ich hätte es auch nicht gewusst. Unsere Kollegen von Maschik waren für uns da. Und hast du Lust, dir das anzuschauen? Ja, gerne. Natürlich. Nicht da. Ich werde wohl kaum Nein sagen, wenn es eh läuft. Stimmt. Richtig.